In diesem Laden gibt's einen ganz besonderen Ort für Babys wie euch und den habt ihr euch verdient. Also bleibt hier, während ich nach der Campingausrüstung suche. Oh, das ist unfair. Bitte, wir nicht wollen hier. Nicht hierbleiben. Wir sind keine Babys. Ja, genau dort. Perfekt. Ihr beide seid ja so gute Jungs. Nanny freut sich sehr über eure wunderbaren Manieren. Manieren sind ja so wichtig. Sind Sie für dieses Kinderland zuständig? Du meine Güte, wen haben wir denn hier? Meine Enkelkinder. Sie haben zu viel Energie. Ich würde sie gern hier etwas abkühlen lassen, wenn das in Ordnung ist. Aber natürlich. Stell dich gerade hin, Schätzchen. Überlassen Sie einfach alles mir. Sie werden wie ausgewechselt sein, wenn Sie zurückkommen. Ich werde damit anfangen, eine schöne Geschichte zu erzählen. Klingt perfekt. Benehmt euch, Kinder. Ben, keine Aliens, verstanden? Bin bald zurück. Ihr Süßen habt ja so ein Glück. Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Und wenn ihr beide brav zuhört, dann könnt ihr vielleicht sogar etwas lernen. Hey! Alter, was? Ruhe, Kinder. Es ist Zeit für eine unglaubliche Geschichte. Meine. Vor langer, langer Zeit, da lebte eine anständige junge Biochemikerin. Doch ihre Kollegen waren alle schlecht erzogen. Sie machten sich über ihre brillanten wissenschaftlichen Theorien lustig. Aber sie ließ sich von deren Ungezogenheit nicht aufhalten. Sie entwickelte ein wunderbares Puder, das die Ungezogenen und Unhöflichen dieser Welt in ihr jüngeres Stadium zurückversetzte. In ihren Spezialschulen wurden sie auf ihre Umerziehung vorbereitet. Schon bald könnte jedes in ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Kind verwandelt werden. Und die Welt würde in eine neue Ära der guten Manieren eintreten, was sie allein mir zu verdanken hätte. Mir, der Nanny der Träume. Wohl eher Nanny der Albträume. Es ist ausgesprochen unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Aber wenn Sie so eine brillante Wissenschaftlerin sind, wieso arbeiten Sie im Babysitterraum eines Möbelgeschäfts? Tja, wer hätte es gedacht, aber in diesen Warenhäusern gibt es genau die Sorte kleiner Schrauben, die nötig sind für den Bau meiner Superwaffe. Superwaffe? Natürlich! Ich muss es doch irgendwie schaffen, mein regressives Babypuder in der ganzen Stadt zu verteilen. Sie sind völlig irre. Hey, wo kann ich in diesem Labyrinth das Küchenzeug finden? Wieso sind diese Kinder gefesselt? Mein lieber Junge, lass Nanny dir den rechten Weg weisen. So ist er doch viel angenehmer. Jetzt geh spielen, kleiner Mann. Ich habe eine Welt zu verändern. Nein! Diese Geräusche, ausgesprochen unerfreulich. Eure Hirne sind schon viel zu verdorben. Ich würde sagen, wir entleeren sie ein wenig. Baby! Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, wieder damit anzufangen, Gwen. Nein, Baby! Ach du meine Güte, wir sind Babys! Wohl eher Kleinkinder. Ich muss mir meine Formel nochmal ansehen. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt handlicher. Oh, meine Jungs, schafft mir diese Kleinen aus dem Weg. Nanny muss eine Bevölkerung verwandeln. Ja! Dankeschön. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Krake. Oh, voll süß. Hey, der hat sich verändert. Mann, diese Babybeine sind aber kurz. Steig in den Wagen. Das ist nur ein Spielzeug. Hey, komm zurück. Einfach lenken. Fahr außen rum! Das Lenkrad ist an nichts angeschlossen. Es ist nur ein Spielzeugauto, Ben. Deshalb brauchen wir wohl auch keine Sitzgurte. Alles klar, nichts, was ein paar Hiebe nicht lösen könnten. Bällebad! Noch mehr, Baby! Wo sind sie hin? Ben, man wirft nicht mit Babys. Schau mal, ein Dachfenster. Von der die Nanny gesprochen hat. Wir müssen sie aufhalten. Schnell, wirf mich nach oben. Und ab geht's.